Wie gesagt, die meisten Banken, war ja Signal zum Weltspartag, 30.10.2014, hat die erste Bank gesagt, wir zahlen jetzt, wir zahlen keine Zinsen mehr, sondern wir kassieren, ja, dafür, dass wir das Geld bei uns warm und trocken unterbringen können. Dann letzte Woche Deutsche Bank, so nach dem Motto, gebt eure Kohle endlich aus, geht zum Mediamarkt und haut die Kohle weg. Ja, und heute Morgen kam die Meldung, dass die Commerzbank, die Gelben, ja, also die Staatsbank, die ist ja mittlerweile verstaatlicht fast, ja, dass die jetzt auch für Geschäftskunden auch nur noch negative Zinsen. Also zahlen sie 100.000 ein, am Ende des Jahres kriegen sie 99.000 zurück. Genau. Über dieses Thema wurde vom halben Jahr auch heftigst diskutiert. Jo. Unter diversen Fachleuten und jeder hat es vehement verneint. Und ja. Ich habe gesagt, gerade wenn es so abstrus erscheint, dann wird es zeitnah passieren, weil die Dinge, man versucht immer Dinge logisch zu erklären, nur ich denke mal, da werden noch so viele Veränderungen auf uns herniederprasseln, die einfach gar nicht erklärbar sind, weil es so schnell geht. Herr Specht, das ist doch immer wieder das gleiche Muster. Ja? Die Bevölkerung wird verarscht. Ja? Erstmal wird gesagt, alles klar, wir wollen ein Mautsystem einführen, ne? So, ich muss den Schütt jetzt wieder ein bisschen... Ja, das ist egal. Ich bin jetzt mal im Fahrt. Schien egal. Jetzt geht's Mautsystem. Dann kreischte die ganze Bevölkerung auf. Nein, wir wollen keine Überwachung. Ne? Dann wurde zwei Jahre lang die Massenmedien hielten wieder die Klappe. Dann wurde das wieder aufgebauscht. Dann war der Aufschrei nur noch geringer. So, im nächsten wurde dann gesagt, aber es war noch Aufschrei. Naja, wir machen mal eine LKW-Maut. Ne? Weil die LKW-Fahrer, die können wir ja ruhig überwachen, die werden gefilmt Tag und Nacht auf der Autobahn. Ja, dass komischerweise auch Privat-PKWs da dran vorbeifahren. Deswegen werden die Kameras ja extra ausgestellt. Dann. Die sind da ja nicht mit im Bild. Ne? Bilden wir uns ja alle ein. So, und was machen die lieben Bazis da unten wieder? Ne? Seit einem guten Jahr? PKW-Maut, PKW-Maut. Der Schiff spricht jetzt hier gerade von Süddeutschland. Ja, von... Ne? Den Brüdern und Schwestern im Süden. Genau. Ne? Definition von Bayern: kleines diebisches Bergvolk in den Nordalpen. So, jetzt kriegen wir jede Menge Buhrufe, ist mir vollkommen egal, aber das ist wenigstens Aktion in dem Video. So, und das Gleiche passiert doch mit allen anderen Sachen auch. Das, was ich vielleicht sagte, ja, mit negativen Zinsen. Ja, Focus Money hat gerade berichtet, ja, Aufkauf von Staatsanleihen wurde noch vor zwei Jahren auch verteufelt. Was passiert jetzt? Jetzt werden die Staatsanleihen aufgekauft. Im großen Stil sogar. Ne? Ja, das heißt, im Grunde genommen, ja, wird die moderne Sklaverei eingeführt. Und ich sage mal, früher war das fair.